Hannover 96, Real Madrid, Newcastle, United in that order. Meine Lieblingsteams in den verschiedenen Ligen, mein absolutes Lieblingsteam aus Hannover. Aber wie ist das überhaupt entstanden? Warum bin ich Fan von Hannover 96? Wie ist es dazu gekommen, dass ich Real mag, dass ich Newcastle mag? Genau über dieses Thema, über das ich sehr oft gefragt worden bin in letzter Zeit, sprechen wir in diesem Video. Viel Spaß! Ja, es ist ja immer so ein bisschen verwirrend, fast schon, wenn man in Deutschland mehr als einen Verein supportet. Also intern in einer Liga kann ich das noch verstehen. Wenn man externe Vereine supportet oder gerne mag oder sich Fan von mehreren Vereinen nennt, ist das quasi, zumindest auf Fußball-Twitter und auch generell so ein bisschen verschrien. Finde ich schwierig, aber soll von mir aus so sein. Ich werde mich dementsprechend in diesem Video als Sympathisant von Real und Newcastle bezeichnen, als Fan von Hannover 96, weil die bei mir ganz klar ganz oben stehen. Und wenn man nicht Fan von mehreren Mannschaften sein kann, dann ist das eben so, da 96, egal gegen wen sie spielen, immer in meinem Herzen auf der 1 ist und ich immer für 96 wäre, ist das recht eindeutig. Es gibt ja auch die Misconception, dass ich generell von vielen Vereinen Fan wäre, nur weil ich Sympathien für diese habe, weil ich in verschiedenen Ligen halt für verschiedene Teams mich mehr interessiere, beziehungsweise die besser finde als andere. Ich bin kein Manchester City Fan zum Beispiel. Auch gestern hat man das ganz deutlich gesehen, beziehungsweise heute Morgen, weil ich habe das Spiel heute Morgen nochmal im Real Life mir angeguckt und ja, das war schon ein bisschen andere Sympathie, die mir da aus dem Körper gelaufen ist, in Anführungsstrichen, beziehungsweise geklungen ist, ne, vor Schreien, als Real Madrid dieses 2:1 gemacht hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich bin kein Fan von Manchester City, ich bin Sympathisant von Manchester City, aber auch nur in diesem Meisterschaftskampf da oben. Das ist das Team, was ich da am besten finde, fußballerisch, weil ich den Trainer mag, weil ich die Mannschaft mag. Das gesamte Konstrukt dahinter finde ich genauso wie viele andere fragwürdig. Ich finde aber Manchester United zum Beispiel genauso fragwürdig und ich habe halt einfach schon seit längerer Zeit Sympathien eher für das blaue Manchester als für das rote. Mittlerweile ist Liverpool der ärgste Konkurrent. Das passt dann irgendwie einfach für mich besser. Das ist aber individuell. Es gibt viele, die Barca-Fans sind, es gibt viele, die Bayern-Fans sind, es gibt viele, die BVB-Fans sind, etc. etc. Und bei mir ist es eben in vielerlei Hinsicht so, dass ich verschiedene Teams in verschiedenen Positionen besser finde und natürlich ein Sympathie-Ranking sozusagen habe, aber ich bin am besten will nicht von jedem Verein Fan. Also auch nicht für jeden, für den ich vielleicht mal sage, freue ich mich, dass sie gewonnen haben. Wirklich Teams, die ich in Anführungsstrichen supporte, beziehungsweise die mir wirklich nahe gehen, das sind Newcastle, das ist Hannover, in erster Linie Hannover und das ist Real Madrid. So, und das hat bei allen drei Teams auch einen Grund. In Italien zum Beispiel ist es am ehesten der AC Mailand. In Frankreich, na, ist es ein bisschen so, ja, da ist mir nicht so wichtig, da verfolge ich nicht so viel. Monaco finde ich ganz cool, weil da Wissam Ben Yedder spielt. Das hat aber auch was mit Newcastle zu tun, wozu wir gleich im Laufe dieses Videos auch noch kommen. Alles in allem, was ich euch sagen möchte vorab, ganz, ganz wichtig, es ist für mich völlig in Ordnung, egal von welchem Verein ihr Fan seid, ihr werdet eure Gründe haben, ich werde niemanden dafür judgen, ihr könnt von mir aus Fans von mehreren Vereinen sein oder Sympathisanten, ist alles völlig legitim, schreibt mir gerne mal in die Kommentare eure Meinung oder welche Vereine sind denn die Top 3, für die ihr rootet. Kann auch sein, dass ihr sagt, ich habe nur einen Verein, das ist völlig in Ordnung, ist völlig fein, aber es ist im Normalfall ja so, dass man so Sympathien für andere Vereine auch hat. Schreibt mir eure Top 3 doch gerne mal in die Kommentare. Ich werde jetzt anfangen, von meinem Platz 3 an das zu erklären und natürlich enden mit Platz 1 Hannover 96. Verein Nummer 1 ist Newcastle. Ist wahrscheinlich der Verein, der ein bisschen am zufälligsten hier auf dieser Liste ist und ist auch der Verein, bei dem die meisten jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen werden und sagen werden, sag mal, die wurden gerade von einem, ich weiß gar nicht, wie man das genau sagen soll, Konsortium von Scheichs, wahrscheinlich nicht mal richtig, sondern die wurden von einem saudi-arabischen Konsortium aufgekauft, sind der reichste Verein der Welt, haben nur wegen Geld den Klassenerhalt jetzt geschafft, wie kann man die denn mögen? Ja, wenn du halt Newcastle vorher schon mochtest, ist das eine blöde Situation, in der man sich jetzt gerade befindet, aber es ist als Sympathisant, ich habe ja gesagt, ich nehme mich Sympathisant, sehr gut, also sehr schön, weil am Ende des Tages ist der Fußball, den sie jetzt spielen werden, erfolgreicher und auch in der Rückrunde war es deutlich ansehnlicher als in der Hinrunde, wobei das viel mit dem Trainer zusammenhängt, also mit Eddie Howe, ob der gekommen wäre, wenn die finanzielle Situation anders gewesen wäre, sei mal dahingestellt, hat aber weniger mit dem Spielermaterial zu tun, was sie gekauft haben, zumal das ja jetzt alles auch Spieler waren, die nicht so enorm teuer waren. Klar, Chris Wood hat eine Menge Geld gekostet, ganz logisch, aber der hat eine Ausstiegsklausel und auch so ein Kieran Trippier wäre normalerweise unter den normalen Umständen nicht nach Newcastle gekommen. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass sie jetzt irgendwie Messi, Mbappé, Ronaldo und sonst wen gekauft hätten, sondern halt Matty Target, Dan Byrne, Kieran Trippier, der die Hälfte der Zeit verletzt war, Bruno Guimaraes, der seinen ersten großen Verein in England hat und eben dazu noch Chris Wood. Also das ist wie gesagt jetzt nicht so ganz besonders krass, aber das ist auch gar nicht das Thema. Das Thema ist, wie bin ich denn dazu gekommen, Newcastle zu mögen? Und das ist tatsächlich auch die jüngste Sympathie, die ich habe. Das muss man dazu sagen. Deswegen ist auch Platz 3 wahrscheinlich. Auch wenn diese Sympathie insofern stärker ist als die zu Madrid, als ich da schon mal im Stadion war. In Newcastle bei einem 0:1 gegen Bournemouth. Ja,
Das war eine tolle Erfahrung, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wie kam es denn dazu, dass ich Newcastle überhaupt so gerne mag? Ganz einfach, das hat viel mit dem FIFA-Karrieremodus zu tun, aber ganz angefangen bzw. aufmerksam geworden auf Newcastle. Ich habe sehr viel Bravo Sport früher gelesen und habe auch mich immer schon für internationalen Fußball interessiert und fand Newcastle irgendwie immer cool. Diese schwarz-weiß gestreiften Trikots, generell die Fans, die sehr laut waren und auch ein paar interessante Spieler dabei, zum Beispiel ein Demba Ba, der ja schon relativ früh dann für Newcastle gespielt hat. Das gleiche galt dann irgendwann für Papis Demba Cissé und als der gewechselt ist, das war Anfang 2012 in der Wintertransferperiode, habe ich mich so ein bisschen mehr mit Newcastle beschäftigt und gemerkt, okay, cooler Verein, interessant und die haben einige coole Spieler im Kader. Man muss noch dazu sagen, dass das Jahr war, wo ich auch angefangen habe, beziehungsweise das nächste Jahr eigentlich eher, also 12-13 mit FIFA 13, mehr Ultimate Team zu spielen. Das heißt, beziehungsweise das erste Mal in meinem Leben überhaupt so Ultimate Team zu spielen. Das war vorher nie so ein richtiges Thema für mich, dann aber schon. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil in Ultimate Team gab es sehr interessante Karten, die ich mir zu der Zeit auch leisten konnte, weil ich da noch kein Geld reingesteckt habe oder irgendwas. Zum Beispiel Johan Cabaye, zum Beispiel Hatem Ben Arfa, zum Beispiel Papis Demba Cissé oder Demba Ba. Man entwickelt eine Grundsympathie. Das habe ich dann die nächsten Jahre verfolgt, aber richtig los. Da ging es dann mit dem Karrieremodus. FIFA 15, Saison 2014-2015. Ich habe das Thumbnail hier gerade offen gehabt. Es ist im Endeffekt das erste Jahr gewesen, wo ich mit Newcastle richtig losgelegt habe in FIFA. Über 100 Folgen Karrieremodus und ich glaube, es ist dann logisch, dass man eine gewisse Sympathie dafür entwickelt. Generell, wenn ich mit einem Verein einen Karrieremodus gemacht habe früher, habe ich den auch ein bisschen Realität verfolgt und eine Sympathie dafür mehr oder weniger entwickelt. Bei Newcastle war es halt sehr stark, weil ich mich auch sehr viel mit dem Verein beschäftigt habe und sehr viel auch in den kommenden Jahren immer wieder über Newcastle geredet habe. Aber wirklich der Auslöser dafür, dass ich diesen Verein genommen habe, war wahrscheinlich der Transfer von Papis Demba Cissé, dann der Karrieremodus und da habe ich mich einfach in den Verein verliebt. Ich habe dann in der Nähe von Newcastle auch studiert, habe für ein Jahr in Durham gelebt, das ist quasi ja, so 10, 15 Minuten südlich von Newcastle und da bist du in dieser Region nochmal mehr infiziert, weil in Newcastle und Umgebung bist du entweder ein Geordie, also ein Newcastle-Fan oder du bist ein Sunderland-Fan. Das ist niemand, weil wer will schon Sunderland-Fan sein, sind wir mal ganz ehrlich. Das ist ungefähr so, als wenn man die Wahl zwischen Hannover und dem Blau-Gelben hat. Da ist ja die Wahl offensichtlich. Alles in allem ist dadurch natürlich die Sympathie nochmal größer geworden. Ich habe nochmal mehr den Geordie-Akzent kennengelernt und die Sprache kennengelernt und so weiter und so fort, die da oben auch sprechen und habe mich heimischer denn je gefühlt in England. Nicht in der englischen Sprache, sondern in England und natürlich damit verbunden in Newcastle, weil das halt eben der Ort war. Tolle Region, tolle Stadt, tolle Fans, toller Verein. Daher meine Sympathie für Newcastle, die ist immer stärker geworden die letzten Jahre, je mehr ich natürlich auch erwachsener geworden bin, mich mehr mit dem Verein und den Hintergründen beschäftigt habe, mehr verstanden habe, wie schlimm Mike Ashley für diesen Verein war, also der vorherige Besitzer, natürlich auch je mehr ich Fußball gucken konnte. Das ist natürlich auch exorbitant höher geworden, weil mittlerweile ein ganz anderes Angebot herrscht als damals. Damals hattest du halt Sky, aber das war relativ schwierig, gerade in der Anfangszeit, als ich 16, 17 Jahre alt war, großartig Fußball zu gucken. Mittlerweile, man findet seine Mittel und Wege und über Sky läuft ja zum Beispiel die Premier League. Das heißt, mittlerweile kannst du das ganz gut verfolgen. Jetzt seit Januar, seit eben der Fokus mehr darauf liegt, weil sie mehr Geld haben, sowieso noch mehr. Ist eine relativ simple Geschichte, beziehungsweise jetzt nicht unbedingt in meiner Kindheit bedingt, dass ich Newcastle so gerne mag. Aber ich habe immer schon gerne einen Verein in England haben wollen, der auch ungefähr so ist oder bei dem ich eine Zuneigung habe, die über Erfolgsfan, das ist bei Newcastle beim besten Willen nicht der Fall, die sind auch in der Zwischenzeit abgestiegen etc., dass darüber hinausgeht. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es Newcastle geworden ist, weil ich mag den Verein sehr gerne und zumindest der sportliche Erfolg, worin der bedingt ist, ist ein anderes Thema, aber der wird in den nächsten Jahren kommen und ich glaube, es wird sehr viel Spaß machen, für Newcastle zu routen. Das ist Part 1, gehen wir zum nächsten Verein. Gol del Real Madrid! Ja, a la Madrid, ne? Ich habe heute übrigens wieder eine Nachricht bekommen, dass ich mir ja nur, weil es bei 96 nicht läuft, einen anderen Verein suchen würde, nämlich Real. Also das ist so dermaßen falsch, das ist unglaublich. Ich war fast zum gleichen Zeitpunkt oder seit dem gleichen Zeitpunkt Real-Fan, wie ich 96-Fan bin. Ist spannend, oder? Weil natürlich war 96 auch in meiner Kindheit ein bisschen prägnanter, weil ich halt in der Nähe von Hannover groß geworden bin, in Hildesheim. Aber ich habe trotzdem relativ früh meine Sympathie zu Real Madrid entdeckt. Das hat aber auch einen Grund. Und zwar, relativ simpel auch da wieder, ich habe quasi keinen einzigen Verwandten, ich habe keinen Bruder, ich habe nur eine Schwester, eine kleine Schwester und ich habe keinen einzigen Verwandten, der so wirklich meine Altersklasse ist. Einen einzigen Cousin, der ist 4 Jahre älter als ich. Das heißt, der war gerade in meinen jüngeren Jahren schon relativ weit oder der war zumindest mal deutlich weiter als ich und hat sich für anderen Fußball nochmal interessiert als ich mich. Und gerade in dem Zeitraum, als er so 10, 11, 12 war, war Real Madrid das Maß aller Dinge. Es waren die Galacticos, das war der große Verein. Und er war Real-Fan und alles, was er cool fand, fand ich auch cool. Einziger Unterschied, FC Bayern München. Ich bin ja eher für Bayern als für Dortmund. Es liegt daran, dass quasi meine gesamte Familie, inklusive meinem Papa,
Bayern München Fans sind, seit den 70er Jahren, seit den 80er Jahren, also schon Ewigkeiten wirklich. Und ich habe mich dann aber irgendwann dagegen entschieden für 96, dazu gleich mehr, und habe mich aber da zumindest mal noch beeinflussen lassen. Er war Werder-Fan zu dem Zeitpunkt. Und, also war aber logisch, weil Erfolgsfan, weil 2003, 2004 Werder Meister und Real Madrid. So, das war halt einfach dann normal, dass ich die auch cool fand. Und dann ist das weitergegangen damit, dass die halt damals mit die besten Spieler hatten. Und in FIFA 2004, was mein erstes FIFA war, auch da wieder sehr viel darin bedingt, habe ich halt gerne mit Real gespielt. Und wenn du damit anfängst und dieses Team dann sympathisch findest, natürlich ist das auch ein Erfolgsfan, weil das sind halt die Besten gewesen zu dem Zeitpunkt. Für mich war das völlig normal. Klar, ich bin für die Besten, ist doch cool. Danach haben sie weniger Titel gewonnen, beziehungsweise wurde es ein bisschen erfolgsloser bei Real, aber nichtsdestotrotz war es ein geiler Verein mit coolen Spielern. Unter anderem Zinedine Zidane, der nach Cristiano Ronaldo, Lionel Messi für mich der Beste aller Zeiten ist. Und so ist das halt entstanden. Also die Sympathie ist schon ganz, ganz lange da. Und als Cristiano Ronaldo hingewechselt ist und ich dann zu dem Zeitpunkt, ich glaube 11 oder 12, vielleicht 13 Jahre alt war, da ging das so richtig los für mich. Das war für mich so, wow, okay, Cristiano Ronaldo, das ist der größte Transfer aller Zeiten. Das ist der krasseste, also zu dem Zeitpunkt, das ist der krasseste Spieler, der da hingegangen ist. Jetzt verfolge ich das mal mehr. Laola 1 TV, wer kennt's noch? Ja. Dann habe ich mehr Real geguckt und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und über die letzten Jahre ist es noch viel mehr geworden. Auch da, je älter ich wurde, desto größer ist mein Interesse geworden, desto mehr habe ich geschaut, desto mehr habe ich mich beschäftigt. Ja, und mittlerweile ist Real wirklich sehr, sehr stark in meinem Herzen verankert. Deswegen heute Feiertag für mich, weil sie sind gestern gegen Manchester City weitergekommen, dank zweier Tore von Rodrigo in der Verlängerung, dann durch Benzema per Elfmeter zum 3:1-Sieg. Tolle Sache. Und ja, was soll ich dann, also ich glaube, mehr braucht man gar nicht erzählen. Ich war noch nie in Madrid, will ich aber unbedingt hin. Champions League Finale jetzt in Paris. Wir schauen mal. Ich habe auf jeden Fall sehr großes Interesse an diesem Spiel und vielleicht auch nicht nur am Fernseher, mal gucken. Und ja, die haben einfach so viele geile Spieler gehabt. Figo, Beckham, Ronaldo natürlich. Wobei ich zu Ronaldo nie so den Draht hatte, also zu R9, Cristiano Ronaldo auf jeden Fall. Da waren so viele coole, coole Spieler und dann die Duelle mit Barcelona. Und wenn du einmal anfängst, für Real zu sein und auch wirklich so weit, dass du Klassiko guckst und klar für Real bist und es nicht nur als Event guckst, dann kommst du davon auch nicht mehr weg. Wenn du da einmal bist, dann bleibst du da. Du wechselst deinen Verein nicht. Und so ist es bei mir einerseits in Deutschland logischerweise, bei meinem Hauptverein, wo ich Fan bin, aber auch bei den Vereinen, wo ich, naja, bei Newcastle und Real bin ich eigentlich auch Fan, aber wir sagen ja hier Sympathisant bin. Das wechselt nicht. So, ich werde nicht irgendwann Sunderland mögen oder ich werde nicht irgendwann Barca mehr mögen als Real. Das gibt es einfach in meiner Welt nicht. Ergo, das. So. Bei Manchester City genau das Gleiche. So. Ich fand Man United nicht cool. Ich mochte Arsenal lieber. Hab dann aber irgendwann meiner Bravo Sport gelesen, dass Manchester City eigentlich der Verein ist in Manchester, von dem die wahren Bewohner von Manchester Fan sind. Dann war's, ja, dann fand ich die halt sympathisch. Dann hatten die plötzlich auch noch Erfolg, ja, durch den Scheich. Da war ich halt auch noch jünger und das ändert sich dann aber auch nicht mehr. Na, wenn du irgendwann mal die Entscheidung für dich getroffen hast in jungen Jahren, dann ändert sich diese Meinung meistens nicht mehr, beziehungsweise ganz, ganz selten nur noch. Ich kann nicht aus meiner Haut, dementsprechend finde ich Man City am besten im Top-6-Kampf oben in der Premier League. Danach kommt Arsenal bei mir. Ja, und bei Newcastle genau das Gleiche und bei Real auch. So, ich werde in Spanien niemals für einen anderen Verein routen. Und international, wenn Bayern gegen Real spielt, da kannst du aber wissen, dass ich definitiv für Real bin. Jetzt kommen wir mal zu meinem Hauptverein oder zum wichtigsten Verein in meinem Leben. Was manchmal traurig ist, aber meistens sehr cool. Hannover 96. Ach ja, ich bin halt in Hildesheim groß geworden. Ich bin hier aufgewachsen, Hannover 96 war immer ein großer Faktor. Mein erstes Mal im Stadion war in der Saison 2002, 2003 müsste es gewesen sein. Hannover in der Bundesliga letzter oder vorletzter Spieltag. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich war da 6 Jahre alt. Ich müsste 6 Jahre alt gewesen sein. Und mein Papa hat mich mitgenommen. Ich habe von meinem besten Freund, der wollte eigentlich mit, immer noch mein bester Freund, der wollte mit seinem Vater ins Stadion, die konnten aber nicht. Und dann haben wir die Tickets bekommen und sind zu Hannover gegen Gladbach gefahren. Ich weiß noch, dass es ein, ihr könnt da sogar noch nachvollziehen, es gab einen Unfall auf der Autobahn auf jeden Fall, als wir hingefahren sind. Das weiß ich noch, als wenn es heute wäre. Da waren zwei Autos auch so aufeinander. Das war ganz, ganz krass für mich. So, das sind so die ersten Erinnerungen, die ich wirklich an einen Stadionbesuch habe, weil es mein erster Stadionbesuch war. Ja, und 96 hat relativ spät durch Jiri Steiner den Ausgleich gemacht. Nur Jiri Steiner, wie man aussprechen möchte. Ich habe Bier in den Schuh bekommen. Ich war 6 Jahre alt und bin komplett, also das war Wahnsinn. In der, ich weiß gar nicht, wo wir standen oder wo wir saßen oder was auch ich. So weit geht die Erinnerung nicht mehr zurück, aber es war toll. Und da war für mich klar, boah, Hannover 96 finde ich cool.
Problem war, 96 war jetzt nicht so sonderlich gut und dann kam halt noch dazu, dass mein Papa, wie gesagt, Bayern-Fan war und mein Onkel auch alles dafür gegeben hat, dass ich Bayern-Fan werde. Der eine Onkel ist nicht Fußball interessiert, der hier wohnt, ein anderer, der ein bisschen weiter Richtung Westen wohnt, großer Bayern-Fan, sogar noch länger als mein Papa, weil ein bisschen älter, der wollte gerne, dass ich auch Bayern-Fan werde, genauso wie sein Sohn zum Beispiel. Auch ein großer Cousin von mir, auch da wieder natürlich die Verbindung. Nicht der Cousin, der hier wohnt, der mich zum Real Madrid-Fan gemacht hat, in Anführungsstrichen, ein anderer, der war Bayern-Fan. So war schon schwierig da zu differenzieren. Ich mochte Bayern zumindest mal bis 2007 so ungefähr, bis ich 10, 11 Jahre alt war, ungefähr genauso gerne. Dann aber war ich mit meinem Papa im Stadion und zwar hat der einen Kundentermin gehabt und zwar, beziehungsweise mit Kunden im Stadion, das war damals noch ein bisschen üblicher bei mir, bei seinem Unternehmen damals. Bei mir hört sich auch gut an, ich arbeite mittlerweile im gleichen Unternehmen wie er, aber ich glaube damals war es sogar noch ein anderes Unternehmen. So, und der hat mich mitgenommen und es war Bayern gegen Hannover, VIP. In der AWD-Arena damals, glaube ich, sogar noch. Nach kurzer Recherche hat sich herausgestellt, es war das Jahr 2008. Ja, und es war September 2008 und es war dementsprechend, als ich, jetzt muss ich wieder rechnen, 12 war. So, mit 12 Jahren im Fußballstadion, das war ja auch noch anders, mit 12 rennst du ja heute nicht rum wie damals so. Ich hatte kein Smartphone oder irgendwas, also das hat sich alles sehr verschoben. Ist jetzt nicht hier, die früher war alles besser, beim besten Willen nicht, aber es war auf jeden Fall unterschiedlich. So, und dann war ich da im Stadion. Ich war vorher auch schon im Stadion, so ist nicht bei 96, ja, aber das waren halt die beiden Vereine, für die ich zumindest mal Sympathien hatte, Hannover und Bayern. Und an dem Spieltag hat sich dann festgelegt, was meine Passion sein wird. Hannover 96 hat dieses Spiel mit 1:0 gewonnen durch einen direkt verwandelten Freistoß von Szabolcs Huszti. Wenn ich mir die Startaufstellung von Hannover 96 angucke und die von Bayern, die damals unter Louis van Gaal übrigens war, dann ist da relativ deutlich, wer eigentlich meine Sympathien hätte gewinnen müssen durch einen Sieg, durch einen Kantersieg. Wobei selbst dann durch die Heimfans wäre es nicht unwahrscheinlich gewesen, dass ich, glaube ich, auch durchaus hätte für Hannover routen können. Aber sie haben das Spiel gewonnen und ich habe ab Minute 23 die ganze Zeit gehofft, hoffentlich macht Bayern kein Tor mehr. Dementsprechend war dann für mich klar, okay, Bayern ist raus, es ist Hannover 96. Und das wurde dann halt stärker und stärker und stärker. Ich war ab und zu mit meinem Papa im Stadion, beziehungsweise, ja, zu der Zeit war das noch so. Ich bin 12 nicht alleine ins Stadion gegangen. Und dann irgendwann kam der Tod von Robert Enke. Ja, 2009, also ein Jahr später. So, und das war für mich nochmal ein super einschneidendes Erlebnis. Und wenn du sowas durchmachst mit deinem Verein, den anschließenden Abstiegskampf mit dem Klassenerhalt in Bochum, wo ich natürlich nicht vor Ort war, aber gerne vor Ort gewesen wäre im Nachhinein, auch wenn ich mir die Elf hier durchlese vom Jahr davor, Enke, Cerundolo, Vinicius, nicht Junior, aber Vinicius, der Alte, Fahrenhorst, Rausch, Balic, Christian Schulz, Steiner, Steiner 5,5 übrigens, sehr gut, Schlaudraff, Husti, Forsell, eingewechselt wurden, glaube ich, Hanke, wenn ich das richtig gesehen habe, ja genau, Hanke für Forsell, auch ein Finne, ne, ihr wisst ja, Finnler meine Zuneigung, Lala für Husti und Gaetan Krebs für Jerry Steiner, das war schon Dieter Hecking als Trainer. Ach, Klinsmann war sogar noch bei Bayern, nicht Louis van Gaal. Das war später irgendein Zeitpunkt. Das war, glaube ich, das 3:1, wo Kocka Rausch noch dieses Tor nach der Ecke gemacht hat. Ja, da war es noch nicht geschehen. Und gerade wenn du halt, ne, mit dieser Mannschaft dann so eine Krise quasi durchlebst, und das hat mir wirklich, das hat mir richtig das Herz gebrochen, dieser, ja, leider Suizid von Robert Enke damals. Boah, das bindet dich nochmal deutlich mehr. Und danach war es halt eine erfolgreiche Zeit. Dann kam die Europa-League-Zeit. Und das gerade, als ich 13, 14 war, ne, 14, 15 von mir aus. Das war der Wahnsinn. Ich war nicht dabei. Auch da, leider Gottes, ich war nicht dabei. Mein Vater, wie gesagt, jetzt nicht der große 96-Fan, jetzt auch nicht so extremer Fußballfan generell. Ja, mag Bayern, aber ist jetzt auch nicht, muss jetzt auch nicht jedes Spiel sehen oder irgendwas. So, ich wäre gern dabei gewesen, war es nicht, aber trotzdem auch am Fernseher hat mich das extrem gefesselt. So, danach irgendwann der Abstieg. Ja, dann der Aufstieg wieder. Das war auch die Zeit dann, ich habe, glaube ich, ab der Saison nach unserem zweiten Europa-League-Stint, ich weiß nicht, welches die erste Saison war, wo ich es hatte, aber da hatte ich meine Dauerkarte dann in der Nordkurve. So, dann war ich bei Auswärtsspielen ganz oft dabei, als ich einen Führerschein hatte, noch mehr als vorher, weil ich dann Auto fahren konnte und nochmal mehr Spiele wahrnehmen konnte. Zweite Liga war ich auswärts oft dabei und zu Hause auch. Dann bin ich nach England gegangen, seitdem habe ich keine Dauerkarte mehr. Hat sich danach einfach zeitlich verschoben. Ich bin seitdem mit meiner Freundin zusammen, kurz bevor ich nach England gegangen bin, jetzt fast 5 Jahre. Das sind einfach Prioritätenverschiebungen. Ich habe andere Sachen vor. Ich habe auch andere Prioritäten für mich selber gesetzt und habe gesagt, der Stadionbesuch ist mir nicht mehr so wichtig, wie das Spiel zu sehen. Hauptsache ich sehe es nicht, Hauptsache ich gehe ins Stadion. Das können manche verstehen, manche nicht, aber ich verbringe das Wochenende lieber auf andere Art und Weise. Ich arbeite ja nun mal auch unter der Woche so. Ich habe jetzt im Endeffekt einen Fulltime-Job. Ja, dementsprechend sehe ich meine Freundin halt unter der Woche zwar, weil sie auch im Homeoffice ist, relativ häufig, aber nichtsdestotrotz nicht den ganzen Tag. Das heißt, am Wochenende ist auch mal dafür ein bisschen Zeit oder wir machen mal was mit Freunden oder wir machen was mit den Familien jeweils.
das ist einfach nicht mehr mein Ding. Nichtsdestotrotz, ich liebe 96 noch genauso wie vorher, wahrscheinlich sogar noch mehr als je zuvor, auf andere Art und Weise, aber ich bin natürlich über die Zeit deutlich verliebter geworden. Wenn du über 10, 15 Jahre Fan bist von einem Verein, dann hast du eine ganz andere Bindung, selbst zu dem Zeitpunkt, wo du vielleicht dachtest, in der Phase war ich am größten Fan, weil sie erfolgreich waren, Euroleague-Zeit. Nee, ich bin schon jetzt so großer 96-Fan, wie ich noch nie war. Egal, was da alles schief läuft oder schief gelaufen ist, egal, ob es die zweite Liga und die Bedeutungslosigkeit ist, mir alles völlig egal. Das ist mein Verein und das ist der Verein, für den ich richtig brenne. Und da kann mir jeder sagen, ja, du hast falsche Ansichten oder schlechte Ansichten oder du siehst das anders als wir oder keine Ahnung, du hast irgendwie, weiß ich nicht, andere Meinungen zu Thematiken. Ja, das ist richtig, ja, das mag auch alles stimmen und jeder kann seine eigene Meinung haben, aber 96 ist mein Verein für mich und das wird sich niemals ändern. Ja. Und deswegen auch solche Sachen wie das Thema Havard Nielsen, was letzte Woche mal kurzfristig aufkam, dieser Transfer, dieses Thema. Ja, für mich ist es ein No-Go, für mich ist es eine Red Flag, wenn jemand bei Braunschweig gespielt hat. Ist es einfach. Für mich gibt es da nicht, ja, aber der ist sportlich gut. Ja, mag sein, wenn er kommt, ist auch super. Wenn er gegen die trifft im Zweifel noch und für uns jubelt, auch alles super. Aber an sich hat er erstmal für die gespielt und hat auch unter anderem zu einer der schmerzhaftesten Niederlagen meines Lebens, und zwar dem 0-3 auswärts in Braunschweig, beigetragen als Torschütze. Das ist für mich einfach so ein Thema. So, ich habe die Stadt Braunschweig jahrelang gemieden. Ich war, glaube ich, vor 3 Jahren das erste Mal da. Das musst du dir mal überlegen. Ich habe die Stadt wirklich gemieden. Das ist albern, das ist vielleicht auf einem albernen Level-Fan sein, aber da seht ihr, was einem das bedeutet. So, und ähnlich ist es bei Real und bei Sunderland. Ich will mir niemals freilich ein Sunderland-Spiel angucken, bei Barca höchstens um zu hoffen, dass sie verlieren. Auch sportlich gesehen häufig, die Saison jetzt eher weniger, aber normalerweise, wenn dann überhaupt, um zu sehen, dass sie verlieren. Ja, und das ist einfach, wenn du so ein Fan bist und wenn du wirklich Sympathien hast und starke Sympathien hast und ihr wisst, ich bin ein sehr emotionaler Typ, das heißt, das ist teilweise auch ein bisschen unangenehm vielleicht mal oder meine Meinung ist sicherlich auch ab und zu mal eingefärbter, als sie eigentlich sein sollte und nicht so neutral, aber wenn man Fan ist, kann man nicht immer alles neutral sehen oder man hat halt unterschiedlichste Meinungen. Das ist jetzt auch wieder gewesen mit dem Passillo, der nicht gemacht wird von Atletico. Ja, Real gewinnt den Titel, Atletico weigert sich, den Passillo zu machen, also quasi dieses Spalierstehen. Ja, dann kommen Argumentationen mit, ja, Real hat es ja auch nicht gemacht. Ja, aber gegen Barca. Und weil Barca es zuerst nicht gemacht hat, weil sie am Wettbewerb nicht teilgenommen haben. Atletico hat so gesehen an der Liga dieses Jahr auch nicht teilgenommen. Da können sie den Passillo ja sein lassen. Nein, natürlich nicht. Sie haben teilgenommen, haben ihr Bestes gegeben, war jetzt nicht sonderlich erfolgreich. Aber das ist ja, also, ne, das sind halt alles so Thematiken. Da bin ich natürlich deutlich emotionaler oder nochmal anders gestellt oder natürlich mehr pro Real als andere, die halt vielleicht nicht so die Verbindung zu Real haben. Für mich, ich brauche den Passillo jetzt von Atletico nicht unbedingt, aber ich finde, der Disrespect ist da größer, als der es für viele andere ist. Und das Argument, das hat Real gegen Barca irgendwann auch mal nicht gemacht, vor allem in dem Kontext, dass Barca es zuerst gelassen hat, ist halt auch kein Argument, weil es ist halt Atletico. Wisst ihr, da könnte ich jetzt minutenlang drüber reden, mache ich ja quasi schon. Aber das ist halt bei all diesen Vereinen so. Auch mit, ja, bei Newcastle genau das Gleiche und auch bei, ach, wie ich mich freue, dass alle, die gesagt haben, ich gönne denen den Abstieg. Das hat für mich natürlich wehgetan so. Ich kann das verstehen, weil neues RB Leipzig, ja. Aber für mich hat das in dem Moment gerade in England, wo alle so einen Hintergrund haben, die haben also nicht vielleicht den Saudi-Arabischen, so, aber alle haben irgendwie so einen finanziellen Hintergrund. So, United hat 1 Milliarde ausgegeben im letzten Jahrzehnt, juckt niemanden, weil Manchester City ist auch böse. So, das sind so, wisst ihr, dass wenn du dann Newcastle-Sympathisant, haben wir ja gesagt, bist und du liest dann, hoffentlich steigen die ab, dann kannst du vielleicht nachvollziehen, warum die Leute das schreiben. Du verstehst es selber nicht, es tut ja trotzdem weh, das zu lesen und dass alle jetzt gegen den Verein sind, den du magst und der eigentlich niemandem was getan hat. Zumindest der Verein erstmal nicht oder die Fans vor allem nicht. Ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen abgeschwiffen hier, aber das ist auch in Ordnung. Im Endeffekt habt ihr, glaube ich, verstanden, warum ich Fan von Hannover 96 bin, warum ich Fan von Real Madrid bin und warum ich Fan von Newcastle United bin oder Sympathisant. Und dann schauen wir mal, wie das die nächsten Jahre so weiterlaufen wird. Ne? Hoffentlich gewinnt Real die Champions League. Hoffentlich kommt Mbappé im Sommer. Hoffentlich wird das eine richtig, richtig geile Dekade für Real Madrid. Für 96 auch. Ja, ist noch viel wichtiger. Hoffentlich macht Leite einen guten Job, wenn er kommt. Hoffentlich werden die Transfers einschlagen. Hoffentlich spielen die nächstes Jahr wieder um Aufstieg mit. Hoffentlich kann Newcastle vielleicht das neue West Ham werden und sich mal Richtung Europaplätze verschieben. Wir werden es alles erleben und ich werde jeweils für diese Teams routen, komme, was da wolle. So ist das nun mal. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare eure Top 3 Teams. Gerne auch, wie ihr dazu geworden seid. Ich bin sehr gespannt, was da alles so bei rumkommt. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ja, abonniert den Kanal kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann spätestens am Wochenende wieder mit dem nächsten 96-Video. Es geht gegen den HSV. Es ist für mich ein emotional eingefärbtes Duell. Was auch komisch ist, weil eigentlich gab es heute Fanfreundschaft. Ne? Aber da bin ich halt auch wieder besonders. Positiv oder negativ, könnt ihr euch selber aussuchen. Und ja, in dem Sinne, einen schönen Nachmittag. Macht's gut, bis dann, haut rein. Und ciao.